Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Worms Reloaded Together. Und der Lappen neben mir soll nicht so schamig grinsen. Ich liebe es, wenn du die Hand aufsteckst und die ist nicht mal mehr im Bild drin. Servus, und Leute. Wenn du auf die Kamera zeigst, man sieht es auch nicht. Ah! Ah! Nein, aber die Leute checken es schon, weil wenn ich mal so mache. Ja, dann kommen wir die Einwanderungsbehörde. Alter. Kampagne 4 geschafft im letzten Part und wir springen direkt zu Kampagne Nummer 5. Die feindlichen Würmer sind sehr weit oben. Setze die verfügbaren Geräte ein. Sieh zu, dass du da hochkommst und erledige den Feind mit deinen Waffen. Jo. Viel Glück. Ja, danke. Ja. In the beginning there were wolves und mal ganz ehrlich, komm wieder hoch. Oh, das Muschi. Das Verkehr. Oh, da komme ich wahrscheinlich nicht ganz hoch. Nicht? Nein. Nein, das riskiere ich jetzt auch nicht. Halt! Ja, dann nur so Lenkrakete oder so. Haben wir so? Ich glaube, ich kann einfach nochmal Jetpack einsetzen, oder? Das ist ein bisschen leicht, aber okay. Da brauche ich jetzt auch keine großen Waffen. Da mache ich jetzt einfach mal Flammenfaust. Setz mir meinen Bandana um, mein rotes, und sag, habe die Ehre. Da war Verkehr. Was machen wir jetzt noch? Rätsel ist dran. Scheiße, wir haben verloren, Mann. Fuck. Ich bin vorhin von so einer Position gestorben. Was macht er denn? Ja, nix. Ja, aber Brezel, du kannst nichts, wird zu viel Salz im Hirn. Okay. Also Beinbro, Pippo. Ja, kein Thema. Ja, du kommst ja gar nicht anders hoch. Du kannst einen Luftangriff machen. Das sag's mir jetzt. Ja, du kannst doch immer noch ändern. Und da ganz oben reinsetzen. Und dabei dicke Luft am besten, und dann gehen Hamburger und dicke Luft geht so voller Fresse. Mehr zu dicke Luft? Bäm, zwei auf einmal. Kein Thema. Hättest du Hamburger den anderen auch treffen können, dicke Luft. 54 sich an. Das ist doch gut. Ja, dann war 55. Immer einmal mehr wie du. Lappen! Ja, damit haben wir natürlich kein Problem. Geil. Brezel und... Oh, die mache ich jetzt down. Die mache ich beide down gleichzeitig. Passt auf. Muschi kann das. Muschi hat Skills. Jetzt pass auf. Ja, kann die Karte, oder? Da setze ich jetzt einfach ein Dynamit hier in die Mitte und dann... Spring! Muschi! Rette dich! Bam! Okay, das müsste es gewesen sein. Brezel und dicke Luft. Ja! Schöner Kill! Die Map war einfach. Das war wirklich einfach, ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei Level 5. Von 35. Da geht schon noch was. Aber ich würde sagen, weiter so. Kampagne 5. Relativ einfach. Oh, schau mal an. Setz das Jetpack ein und erreiche vor Ablauf der vorgegebenen Zeit den Ausgang. Warum? Ja, zeitig. Ich hasse das. Ja, das mache ich. Chillig. Ich kann mit dem Jetpack übelst gut umgehen. Das ist, glaube ich, eh eins, was du unendlich Mortal, hast. Mortal, göttlich. Von daher, 50 Sekunden, das ist ja wohl absolut lame hier. Super Mario Bros. Oder? Ja, Mann. Da, schau mal an. Da, ich mache das in der Weltrekordzeit. Ja, das kann keiner besser. 20 Sekunden, Kampagne 6 geschafft. Es gibt auch 100. Es gibt 100, weil es war einfach Weltrekord. Okay, Worms Reloaded. Das Leben im Mittelalter war hart. Hoffentlich. Oh mein Gott, ein Deathmatch. Hoffentlich ist dieses Ultra-Violent-Match nicht zu viel für dich. Erledige jetzt deinen Feind und wir kämpfen damit auch gegen ein neues Team. Und wie wir Lanze schon sehen können, haben sie zum ersten Mal 100 Leben. Also es wird jetzt schon anspruchsvoller. Ein völlig neuer Zug. Wen haben wir denn da so auf der Karte? Ja, wir haben ADW, weißt du. Duell, Lanze und ja, göttlich Med. Göttlich Med. Den kann ich eigentlich fast gar nicht killen, das bricht fast gar nicht übers Herz. Doch nach der Aktion von 2009 kann ich Med killen. Also nicht in dem Sinne, wie ihr jetzt denkt, sondern wirklich. Ne? Ich habe damals zu viel Med gekillt, könnte man sagen. Und ich I don't get it.
wieder die schöne Flammenfaust und ich sag, Ruhe in Frieden, Maid. So, jetzt bin ich auch ziemlich schön versteckt, da dürfte mir nichts mehr passieren, aber Lanze will es direkt wissen und legt sich mit Pippo an, unglaublich. Uh-oh. Ja, aber das kann sich gleich rächen. Was Maul! Außer jetzt kommt Muschi. Nee, Pippo ist immer danach dran. Das ist immer die gleiche Reihenfolge. Wolf, Pippo, Muschi, Hundi. Mhm. Ninja-Seil, nice. Flammenfaust, nice. Oh, der Brenner. Luftangriff ist ganz cool für den einen da drüben, der da am Arsch der Welt steht. Damit wir den irgendwie treffen können. Wollen wir es mal gucken? Du kannst es machen, ja. Also hier irgendwie auf Duell gehen. Dass er irgendwie ein bisschen Schaden kriegt oder so. Also, die kommen ja. Ja. Ja, ja, ankommen tun sie schon. Aber ich will halt, dass es ihn irgendwie killt, ne? Ja, sieht gut aus. Oh! Aber? Shit. Naja, 42 ist ganz okay, aber es ist halt schade, dass er nicht in dieses kleinen, den kleinen Spalt gefallen ist. Das war das eigentliche Ziel. Ja klar, Maus kann mit Guards kommen. Ja, oh. Er will sie durchschießen. Mit der Shotgun. Er steht auf einem Pixel. Er steht auf einem Pixel. Siehst du diesen kleinen grünen Pixel da? Ja. Hardcore. Jetzt macht das Skippen, wenn er nicht mal kann. Cool. Ja, dann muss ich natürlich jetzt runter irgendwie. Aber ich weiß auch, wie ich das ganz chillig mache. Wenn nichts schief geht, mache ich das nämlich so mit einem Ninja-Seil. Ja, zack. Das sieht etwas. Ja, ich wollte noch ein bisschen weiter hinter, aber. Their only chance of survival was to run. Kill wird's nicht sein, aber. Ah! 53. Aber war doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, klar. Ja, und. Ist denn ernst? Ich dachte, Eiskalt, der macht jetzt Kamikaze. Hardcore, im Fallschirm rettet er sich. Krass. Ja, komm, spring in die Mine. Hast nichts mehr zu verlieren. Dein Team ist im Arsch. Du bist dran. Ach so. Mach einen Luftangriff. Haben wir noch einen? Nee, eben nicht. Verdammt. Ja, jetzt wird's schwieriger. Meine Lenkrakete. Fraglich aber, ob ich dann treffe von der Position aus. Das ist sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, ich setze erst das Jetpack ein. Ungefähr hierhin. Probier's dann mit der Lenkrakete. Wenn ich die dann ganz da hinten hinschieße, könnte sie eventuell treffen. There was only 15 seconds left. Ja, ja, chill. Achtung. Ah, scheiße, ich hab's befürchtet. Naja, gut. Hm? Gibt Schlimmeres. Du kannst jetzt Lanze erlegen. Ja, der erlegt sich wahrscheinlich selber. Ja, der wird sehen, dass er keine Chance mehr hat. Ja. Das ist jetzt, sind Verzweiflungsschläge. Der bohrt sich da durch. Ja, das sind Verzweiflungsschläge, sind das. 10 seconds later, in the beginning, there were worms. Ja. Ja, schießen mit der Shotgun gegen die Mine. Perfekt. Geh ruhig näher hin. Dürfte nichts passieren. Ja. Ja. Und ja. Okay. Ja, perfekt. Und jetzt müsst ihr eigentlich sterben. Ja. Eiskalt. Thumbs up dafür, würde ich sagen. Klasse Aktion von Pippo. Oh, ich hätte noch einen, ne? Ja, von mir aus. Ja, bloß. Do it! Bitch! Ja, du kannst jetzt nicht mehr wechseln. Wenn du einmal Shotgun hast, dann musst du den letzten Shotgun-Schuss auch verbrauchen, logischerweise. Genau, schieß mich ab. Ja, die 8 Sekunden. Jetzt macht der einen auf Chillen, ne? Ja, was soll ich machen? Ja, verschießen! Das ist Munition. Das ist Ammo, das ist Ammo. So viel GTA gespielt, ey. Wupp! Hey, geil, komm, kill ihn mit dem Feuer. Ja, lass das Feuer killen. Ey, aber sehr schön animiert, muss ich sagen. Ja, sieht gut aus. Sieht echt geil aus. Also das Remake ist denen echt gelungen. So, was mache ich da jetzt? Jetzt könnte ich eigentlich... Ich würde sagen, wenn es nicht brennen würde. Jetzt ist es ein bisschen riskant mit dem Ninja-Seil, sich darunter... Ja. Es sei denn... Ich mach's nochmal. Und dann... Aha. Warte, jetzt. Und dann ist es halt die Frage, ich hätte gerne noch ein Dynamit, aber das habe ich wohl nicht mehr. Dann schicke ich jetzt einfach den Spaß runter. Aber es passiert wohl nichts. Scheiße. Ist ein Tretenmine, oder?
Ja. Ich habe gehofft, dass sie runterfällt, weißt du, weil ja, dann wäre sie aktiviert worden. Aber ja, genau, schießt die Tretmine gegen dich. Ja, ja! Nein! Ah, hat der Glück, ey. Der ein Glück, das kleine Schwein da. Achso, doch! Achso. Klar, wegen der Bazooka. Klar, ne? So einfach geht's. Kampagne 7 geschafft. Hängen wir noch eins dran? Ja, schauen wir mal. Ah, komm, mach weiter. Und fortfahren. Ich bin ja eh da nicht dran, also von daher ist ja wurscht. Du anderer Knopf. Schießen. Besiege die gegnerischen Würmer, um dieses Rätsel zu lösen. 10 seconds later, the was okay, man kann sich schon mal nicht bewegen. I see. So wie jedes zweites Level so ein Arcade-Modus wahrscheinlich ist. Erstmal schicke ich dich mit der Flammenfaust auf die andere Seite. The world where worms couldn't trust one another. Das müsste dich zum Überleben bringen. Und dann müsste jetzt eigentlich gleich wieder zuvor dran sein, weil die anderen haben ja nichts zu melden. Ja, komm, mach. Ja, ich kann doch noch nicht steuern. Doch. Achso, mit der Kamikaze erledige ich jetzt alles. Willst du auf drücken, weil du bist natürlich der Pippo. Kein Thema. Kein Thema. Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Und na 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 na. Hey. Goodbye. Kampagne 8 geschafft. Das war's für diesen Part von Worms Reloaded. War wieder sehr spaßig, muss ich sagen. Das ist ein geiles Game. Es ist ein extrem geiles Game und das so mit Cam und zu zweit eine Kampagne spielen, ist doch auch mal ein interessanter Modus. Gibt's garantiert nicht auf YouTube bisher. Gruß an Muschi an dieser Stelle. Sind wir ein Brüder. Immer wieder ein Brüder. Danke an alle und für alles und geil. Ist dir was? Geil. Ja.